Okay, auf jeden Fall kommt ein Mann dann und sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: هذه قسمة ما عودل فيها وما أريد بها وجه الله. Das ist eine Einteilung, yani die du Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier vorgenommen hast. Sie ist nicht gerecht und damit wurde nicht das Angesicht, die Zufriedenheit Allah Ta'alas bezweckt. Also er hat es nicht zum Propheten direkt gesagt. Ja? Er hat es nicht zu ihm direkt gesagt. Er hat aber diese Worte geäußert. Und diese Aussage ist Unglaube. Diese Aussage ist Kufr. Zu sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ungerecht ist, das ist eine Form von Beschimpfung. Das ist Beschimpfung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jedenfalls Ibn Mas'ud radiallahu anhu, der das gehört hat, er hat gesagt, ich gehe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und werde ihm davon berichten. Er hat ihm dann davon erzählt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud beschreibt, dass er rot angelaufen ist. Sein Gesicht hat sich verändert. Und das ist etwas ganz Natürliches. Menschliche Reaktion auf etwas, was jemanden kränkt und belästigt und stört. Eine ganz normale menschliche Reaktion. Es ist ganz normal und es kann nicht sein, dass jemand zu dir kommt. Deswegen verstehe ich das nicht manchmal. Wenn du mit jemandem eine freundschaftliche Beziehung hegst und du denkst, er ist dein Freund, und du denkst, du tust ihm einen Gefallen, wenn du zu ihm gehst und alles erzählst, was Leute über ihn sagen, und dies, der Fulan hat das über dich gesagt und das, du machst ihm damit keinen Gefallen. Auch wenn du denkst, du tust ihm damit einen Gefallen, du machst ihm damit keinen Gefallen. In der Wirklichkeit, in der Tatsache, bist du mitbeteiligt an seiner Kränkung. Du bist mit daran beteiligt, ihm Leid anzufügen. Du tust ihm damit Leid an. Es ist ganz normal, dass der Mensch nicht kalt bleibt bei sowas. Sein Nutzen hat, wenn der Nutzen den Schaden überwiegt, dann ist es legitim oder es kann sogar verpflichtend sein. Aber wenn es keinen wirklichen Nutzen gibt, dann ist das zu meiden. Ja, deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch, und die andere Sache ist, auch wenn du willst, und das ist wieder dieser menschliche Aspekt, du hast nicht immer Kontrolle über deine Emotionen. Du kannst dein Verhalten kontrollieren, aber nicht deine Emotionen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch soll mir etwas über meine Gefährten erzählen. Also kommt nicht her und sagt, Fulan hat das gemacht und Fulan hat so und so gemacht und so gesagt. Er sagte, ich möchte nämlich zu ihnen rausgehen mit einem sauberen Herzen. Aber wenn du vorbelastet bist und vollbeladen bist, voreingenommen bist wegen Dingen, die du gehört hast, du kannst dich nicht normal mit ihm verhalten. Irgendwie wirst du dein Missmut äußern, an deiner Art und Weise, wie du mit ihm redest. Der Mensch merkt Veränderung. Merke, auf einmal ist er ein bisschen anders. Ja. Und die Ursache davon ist, und das Interessante ist, ich bin mir nicht mal sicher, ob du das gesagt hast oder nicht. Aber trotzdem habe ich einfach diese Emotion bekommen. Und das ist der Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten hat. Er sagte, keiner von euch soll mir etwas über meine Gefährten berichten. Und auch hier, man berichtet ihm, dass über ihn gesagt wird, hätte ungerecht geteilt. Und hätte damit nicht das die Zufriedenheit Allah Ta'ala beabsichtigt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Emotionen, er wirkt darauf, reagiert darauf mit Emotionen. Aber er hat sein Verhalten kontrolliert. Er hat sein Verhalten kontrolliert. Er ist zwar emotional geworden, er ist rot angelaufen, wie er hier sagt, aber er hat sein Verhalten kontrolliert und hat nichts anderes gesagt, als wenn nicht Allah und sein Gesandter gerecht sind, wer dann? Und dann hat er gesagt, möge Allah mit Musa barmherzig sein. Er wurde weitaus mehr gekränkt, aber er hielt diesen Geduld aus. Das zeigt uns auch,
der Prophet sallallahu alaihi erwähnt auch Musa hier nicht einfach so zum Spaß. Allah ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٍ. In ihren Geschichten ist eine Lehre und eine Ermahnung. Und Allah ta'ala sagt, فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Und sie, die Propheten, wurden verleugnet und verleumdet. فَصَبَرُوا, sie hielten dies aber, ertrugen dies in Geduld, bis unser Sieg kam. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt dies einmal für sich selbst, auch wieder hier zum Trost, zum Trost. Auch das ist wieder der Aspekt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt dies, um zu sagen, ich bin nicht der Einzige unter den Propheten. Auch sie vorher haben das Gleiche durchgemacht. Also einmal zu seinem eigenen Trost und einmal zur Erinnerung an die Leute. Und hier sehen wir, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam umgegangen ist oder umging mit derartigen Belästigungen und Verleumdungen. Er hat dies mit Geduld ertragen und nicht auf gleiche Weise reagiert. طيب. Musa ibn Mas'ud aber hat daraus etwa eine Lehre gezogen. Was hat ibn Mas'ud daraus verstanden? Was hat er gesagt? Ich werde sowas nie wieder weiterleiten. Warum? Weil er hat gesehen, dass das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass es ihn gekränkt hat und dass es ihn ein wenig erschöpft hat. Und das ist tatsächlich so. Es ist erschöpfend, wenn man wirkt, wenn man was tut für die Leute und dies dann aber mit einer Form von Undank, mit Undank einfach abgelehnt wird oder die Absichten werden wie hier. Damit wurde nicht die Zufriedenheit Allah Ta'ala beabsichtigt. Die Absichten werden in den Schmutz gezogen. Das kann erschöpfend sein. Und er hat das gesehen und er hat die Reaktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen und hat erfahren, dass der Nutzen, dies ihm mitzuteilen, sehr gering ist oder es gibt darin keinen Nutzen. Und deswegen hat er das dann unterlassen.